Hi, und da sind wir auch schon wieder. Und jetzt wird das Geheimnis aufgelöst, ja. Was hier in diesem Depot sich befindet. Okay, erstmal zwei bärische Zombies. Oh Mann, das war nur so ein Scheiß. Wire haben wir gefunden, Draht. Das ist sehr schön. Oh, ist auch eine Säge, cool. Schade, ich dachte erst, es ist ein Generator, aber es ist nur so ein Construction Helmet. Apfelsaftbox. Können wir erstmal trinken? Gönnen wir uns mal. Ich habe auch letztens, habe ich mal so ein bisschen die Crafting-Rezepte damit durchgeguckt, rausgefunden, wie man einfach Draht macht. Man nimmt Metallplatten und eine Säge und daraus schneidet er in einen Draht. Also er ist auf jeden Fall das Multitalent im Überleben. Denn ich kenne nicht allzu viele Menschen, die aus Metallplatten mit einer Holzsäge Draht raussägen können. Aber Hut ab, muss auch gelernt sein, ist vielleicht gelernter Science Fiction Metallica, keine Ahnung. Metallica vor allen Dingen. Keine Werbung für die Band jetzt. So, was haben wir hier? Outfield haben wir schon. Und ich glaube es echt nicht, wir haben wieder keinen Generator gefunden. Ich sehe schon, und in den Kommentaren steht dann von wegen, ah, du Idiot, die sind doch immer da und da, die spawnen da so und so. Hier oben drauf ist auch nichts. Na gut, dann gehen wir mal. Och, tut mir jetzt nicht weh. Guter Mann. Dann schwimmen wir mal zur Insel rüber, zum Bunker. Mal ein bisschen was für die Fitness machen, ein bisschen schwimmen. Weil nur essen und rumlaufen und Zombies töten ist auch nicht die Erfüllung. Kann ich noch tauchen? Nee. Oder kann man tauchen mit X oder so? Nee. Dann schwimmen wir mal. Aber wir machen natürlich wieder so. Mit der coolen Musik. Schwimmen ein bisschen seitwärts. Rückwärts schwimmen auch. Und beim. Ah, nee. Ist auch gut, man kann beim Schwimmen nicht auf die Karte gucken oder irgendwo mit dem ausrüsten, weil. Wäre schön blöd, wenn man beim Schwimmen so eine Katana rauszieht oder. Was auch immer. Und es wird gerade wieder dunkler. Also die Sonne neigt sich dem Ende. Und ich muss sagen, das ist auch ein echt geiles Bild gerade. Werde ich auch mal vielleicht mal kurz noch fotografieren. So und zack. 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 So. Hi. So, was haben wir denn hier? Das sieht auf jeden Fall erstmal interessant aus. Jeden Fall ist irgendwas eingeschlagen. Aber was wohl? Vielleicht Superman, der auf die Erde kam, um uns zu retten? Ein Titan? Von Titanfall vielleicht? Der nie abgeholt wurde und hier traurig liegt. Einsam verlassen. Verletzt. Und hier ist ein aufgefahrenes, ja, ein Frachter, der auf die Insel gefahren ist und sich dachte, braucht keinen Hafen. Scheiß drauf. Mann, schon wieder so ein Scheiß-Konstrukt. Meiner Helmet sogar. Also den haben wir ja schon, wie man unschwer erkennen kann, an dem Lichtkegel, der aus meinem Kopf kommt. Aber wieder mal, also ist nicht, also wir werden schon coole Sachen rumliegen, aber halt bestimmt kein Generator. Was mich sehr traurig macht, denn das ist einfach seit den letzten 4 Folgen mein Ziel. Aber wir haben das gefunden und eine Blowtorch schon mal. Also wir finden auf jeden Fall genug Lampen. Aber keine Stromquelle. Werden wir nochmal das Wrack angucken. Oh, nix. So, hier oben vielleicht. 3 Zombies, ey. Ja, das ist der Captain. Das ist der Chefkoch und. Dann. Kumpel-Captain, wie auch immer der heißt.
Mach doch was. Ja, Leute, war wieder nichts gewesen hier. Außer Spesen nichts gewesen. Superklasse. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wieso auch? So, dann rennen wir mal wieder rüber. Und wir schwimmen und schwimmen. Moment. So, jetzt schwimmt man gleich viel besser. Und nicht nur aus, damit es noch verrückter wirkt, dass man so nachts über so einen Ozean schwimmt. Mal kurz gucken, ob ich noch ein bisschen Durst hatte, aber wir haben ja genug Wasser hier. Dann könnte ich ja nicht schwimmen. Und ich werde jetzt Folgendes tun, ich werde jetzt zum Eingang gehen, wo mein Auto steht. Ich werde kurz die Aufnahme beenden, mich neu einloggen, dann werde ich nochmal den Flughafen durchforsten. Und das werde ich jetzt so oft wiederholen, bis ich entweder verrecke, weil ich nichts mehr zum Essen habe, oder endlich einen Generator finde. Ich hoffe natürlich auf Ersteres. Denn es wäre schade, wenn ich jetzt sterben würde. Oh, Verzeihung, so, Modus wieder. So. Wisst ihr was? Ich beende hier kurz die Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, Leute, da sind wir wieder. Wieder frisch eingeloggt. Gelockt. So, mal gucken, ob jetzt der Bahnhof genug Ertrag für mich hat. So, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Nein, 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 was ist das denn? Auch nichts. So. Du stirbst. Kojotenpack haben wir hier. Backpack. Ist auch nichts. Ja, ich töte mal den Zombie. Dann kriegen wir die Erfahrungspunkte noch voll. Dass wir voll overpowered sind hier. Und weil es Erfolg gibt. Ihr könnt mich auch gerne. Also, ich spiele ja nicht nur Let's Plays, ich spiele ja auch so privat. Also, ihr könnt mich auch gerne bei Xbox anschreiben oder suchen, wie auch immer. Halt auch Taiwaner. Wer hätte es geahnt? Kann man auch. Können wir auch gerne mal was spielen, wie auch immer. Und wie gesagt, wenn es irgendwann klappt, mit aufnehmen. Wäre es ja super klasse. Einfach so, wie ihr Lust habt. So, der ist weg. Ne, werde ich mich jetzt eigentlich jedes Mal von Turm zu Hangar und Zeug bewegen. Auf der Suche nach dem Generator. Oh, auf jeden Fall, das ist er mit hier. Muss aufpassen, sonst kommt gleich ein bisschen ein Gegner hinter mir. Ach, da ist er. Ich habe schon gehört mit dem scheiß orangen Hoodie. Also ich habe nicht gehört, aber ich hab geschätzt. Da müssen wir den ganzen Arm voll mit Bandagen machen. Wo man sich nachher schon gar nicht mehr bewegen kann. Denn wir wollen ja nicht sterben. So, zack. Dressing. High quality cloths with great blood stopping. Ach, die sind immer die guten Teile. Ah. Das gute Zeug. So, komm her. Oh, daneben. Ah, cool, es verschwenden die Superschläge oder die starken Schläge auch keine Ausdauer mehr. Und man bin ich so stark, dass ich einfach angegriffen werden kann und mir passiert gar nichts. Ich so robuste Haut, dass die Zombies einfach nicht reinbeißen können in dich. Generator.
mal, Bruder. Und ab zum Tower. Nicht wundern, dass ich so ein bisschen lache oder mit anderen Leuten rede als euch, aber meine Frau ist gerade sehr motiviert am Tomb Raider spielen noch. Oder ist halt nicht mehr motiviert, aber es klingt halt sehr lustig. Und vielleicht wirst du ja mal ein Tomb Raider Let's Play. Nee. Wird nicht, keine Sorge. Man kann es ja rausschneiden, wenn du fluchst. So Leute, ich beende kurz hier die Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Hi, und da sind wir schon wieder. Immer noch auf dem Flughafen. Hat sich noch nichts geändert. Leider. Also ist ja nicht schlecht, ich kriege ja auch Level und ich finde doch auch ab und zu noch gute Sachen. Aber nicht das, was ich möchte. Wonach mein Körper verlangt. Hier ist nichts. Oh, Magic Cloak. Zauberumhang. Können wir. Vielleicht können wir sie auch reinzaubern, einen Generator. Weiter. Oh, weiter. Oh, weiter. Weiter. An sich wäre die Folge jetzt schon wieder so weit. Aber ich will jetzt nicht nochmal schneiden, weil dann habe ich den letzten Schnitt hier für die paar Sekunden gemacht. Ich renne jetzt nochmal schnell durch hier, dann ist die Folge halt 10 Minuten länger, ist ja nicht schlimm. Ich brauche eh den ganzen Abend zum Hochladen hier mit dem scheiß Netz. So, rennen wir mal hier rum, dann locken wir zwar die ganze Meute an hier, aber... Ach, der scheiß Zombie mit orangem Pullover hier. Sieht alt aus wie... Ich hab schon Halluzinationen, ihr Vater Morganas von Generatoren. So, machen wir die mal hier, sonst. Sonst finde ich noch einen Generator und dann locken sie mich um. Ist schon so ein bisschen unübersichtlich gerade. Cool. Ja, ich merke, Zombies können nicht auf Häuser laufen. Mir kommt sofort, ob hier immer dieselben Sachen liegen. Travel Pack, Construction Helmet. Mach ich aus dem Weg hier, Mann. Was haben wir hier schönes? Zivilien. Oh, Nachtsichtgerät. Und wieder nichts. Dann renne ich mal schnell aufs Dach auf, dass ich auch sicher ausloggen kann. So, schwupp. So, und dann. Tut mir leid, dass ich immer noch keinen Generator gefunden habe. Ich würde es gerne ändern, weil ich einfach Licht haben will. Moment, so. Aber ich bleibe entschlossen, dass ich ihn finden werde. Danke fürs Zuschauen. Würde mich über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir vielleicht den Generator finden. Und bis dahin, gutes Neujahr. Müsste eigentlich das Neujahr sein. Erfolgreiches Jahr 2015 euch allen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.